Sehr verehrte Präsidentin, sehr verehrtes Präsidium, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Gäste. Ja, die Schaf- und Ziegenhaltung in Deutschland ist, denke ich mal, da sind wir uns alle einig, ein wichtiger Bestandteil für die Landschaftspflege und auch für den Naturschutz. Und sie trägt zum zusätzlichen Einkommen im ländlichen Raum bei. Aber in den letzten Jahren ist hier doch einiges in Schieflage geraten. Und da würde ich jetzt gerne näher darauf eingehen. Derzeit werden laut Viehzählung in Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern, circa 71.600 Schafe gehalten. Von denen sind 64.400 als Muttertiere. Nach Angaben der Tierseuchenkasse sind 3.840 Schafhalter in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Über die Hälfte aller Schafe wird in 50 Schäfereien mit über 300 Tieren gehalten. Ein Viertel des Bestandes wird in kleinen Betrieben mit unter 25 Tieren gehalten. Leider ist die Schaf- und Ziegenhaltung seit der Wende erheblich zurückgegangen. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, hat meine Fraktion den vorliegenden Antrag vorbereitet und zusammen mit dem Koalitionspartner eingebracht. Ganz bewusst möchte ich heute nicht auf das Thema Wolf eingehen, weil dies insbesondere die Schaf- und Ziegenhaltung in unserem Land betrifft. Dazu haben wir ja am Freitag dann noch Gelegenheit. Neben dem Wolf wird die Schaf- und Ziegenhaltung in Mecklenburg-Vorpommern im Wesentlichen über die Verfügbarkeit von Flächen, die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Förderungen und der Ausgestaltung entsprechender Förderrichtlinien gekennzeichnet. Gerade mit der Einführung der flächengebundenen Prämienzahlung ging im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik zahlreichen Schaf- und Ziegenhaltern in unserem Bundesland eine gesicherte Einnahmequelle verloren. Zum einen standen ihnen die Flächen, welche zur Erlangung der Prämie notwendig gewesen wären, nicht zur Verfügung, und zum anderen verfügten sie nicht über die finanziellen Mittel, solche Flächen zu erwerben. Zeitgleich wurde ein Großteil der durch die BVVG verwalteten Flächen ins nationale Naturerbe übertragen, sodass auch diese Flächen für die Aktivierung von Prämien durch Schaf- und Ziegenhaltende Betriebe verloren gingen. Bis heute verfügen gerade Wanderschäfer nicht über aktivierungsfähige Flächen, sodass sie von einer Prämienzahlung im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik ausgeschlossen sind. Nach Auffassung meiner Fraktion ist es gerade im Rahmen der Neubewertung der europäischen Programme zur Entwicklung der ländlichen Räume, dem ELER, wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, um die Schaf- und Ziegenhaltung in Mecklenburg-Vorpommern stärker als bisher zu unterstützen. Meine Fraktion ist nach wie vor der Auffassung, dass hierzu auch die besondere Förderung des Erhaltens der Kulturlandschaften durch Pflegemaßnahmen mittels Schafen und Ziegen geprüft werden muss. Eine Weideprämie auch für Schafe und Ziegen sehen wir als zielführender als eine gekoppelte Zahlung für rauffutterfressende Tiere an. Die Vereinigung der deutschen Landesschafzuchtverbände hat bereits beschlossen, die Bundesregierung und die Regierungsfraktionen unmittelbar nach Bildung der neuen Regierung, also ab heute, zu bitten, zeitnah vor dem 01.08.2018 gemäß der Verordnung der EU Nr. 1307, also aus 2013, bei der Europäischen Kommission die Einführung einer Weideprämie für Schafe in Deutschland anzuzeigen. Mit der fristgerechten Mitteilung soll die Einführung der Weidetierprämie zum Jahresbeginn 2019 ermöglicht werden. Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, bis 2004 wurde die Schafhaltung in Deutschland über die Mutterschafprämie gefördert. Schafhalter, die mehr als 7 Mutterschafe in ihrem Bestand gehalten haben, bekamen pro Mutterschaf maximal 28 Euro Prämie. Mit der Agrarreform wurde diese Förderung gestrichen und die Flächenprämie eingeführt. Dies führte in der Flächenbewirtschaftung dazu, dass viele der Flächen nicht mehr mit Schafen und Ziegen beweidet wurden und die Anzahl der zur Beweidung nötigen Schafen und Ziegen weiterhin reduziert wurde. Viele Flächeneigentümer gingen dazu über, auf ihren Wiesen Heu zu machen oder die Wiesen durch Mulchen zu pflegen, um in den Genuss der Flächenprämie zu kommen. Diese Art der Flächenprämie ist wesentlich einfacher als eine zeitaufwendige, arbeitsintensive Beweidung mit der Flächen mit Schafen und Ziegen. Die gewährten Flächenprämien decken bei der maschinellen Bewirtschaftung die Kosten des Bewirtschafters ab. Aber sie ist nicht kostendeckend bei der Beweidung der Flächen mit Schafen und Ziegen. Sehr geehrte Damen und Herren, um die Flächenverfügbarkeit für Schafen und Ziegenhalter in unserem Land zu verbessern, ist es unseres Erachtens notwendig, dass für die Deichbeweidung langfristige Verträge, welche eine Planungs- und Investitionssicherheit gewährleisten, mit den Schaf- und Ziegenhaltern abgeschlossen werden. Ausschreibungen von Deichpflegearbeiten über einen Zeitraum von nur 3 Jahren
schaden unseres Erachtens sowohl den Schaf- und Ziegenhaltern als auch der Qualität der Deichpflege. Gerade hier muss das Land meines Erachtens mit ca. 731 Hektar Deichfläche einen wirkungsvollen Beitrag zur Unterstützung der Schaf- und Ziegenhalter leisten. Hier stellt sich die Frage, warum bis heute nur ca. 350 Hektar maschinell unterhalten werden. Die Ausschreibungen müssen so gestaltet werden, dass die Maßnahmen zur Beweidung mit geringem Aufwand umgesetzt werden können. Oft wissen die Schäfer im Januar, wenn die Mutterschafe bereits hochtragend sind, nicht, ob sie im April ausreichend Flächen zur Verfügung haben, um ihre Schafe und natürlich auch die Lämmer zu ernähren. Und das Schlachten dieser Tiere ist aus ethischen Gründen dann auch nicht möglich. Hier können für manche Betriebe doch existenzbedrohende Situationen entstehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Schaf- und Ziegenhaltung erfüllt eine entscheidende Umweltfunktion und auch die Landschaftspflege in weniger fruchtbaren Gebieten und die Erhaltung empfindlicher Ökosysteme wird hiervon berührt. Gerade die Maßnahmen der Agrar-, Umwelt- und Klimaprogramme in der zweiten Säule müssen dahingehend ausgerichtet werden, dass sie für Schaf- und Ziegenhaltende Betriebe eine ausreichende Einkommensperspektive darstellen. Eine große Hilfe auf dem Weg zu mehr Wettbewerbsfähigkeit kann die Berücksichtigung der Schäfereien bei der Agrardieselrückerstattung durch eine entsprechende Änderung des Energiesteuergesetzes sein. Ich erläutere mal kurz, warum. Die Wettbewerbsfähigkeit vieler Betriebe in der Schafhaltung ist heute durch einen hohen Kostendruck gefährdet. Dies hat bereits dazu geführt, dass viele Betriebe aufgegeben haben und der Schafbestand dadurch auch stark zurückgegangen ist. Zu den hohen Futterkosten kommen kaum leistbare Prachtpreise, insbesondere letztere als auch Auswirkungen des erneuerbaren Energiegesetzes. Nicht zuletzt tragen hohe Dieselkosten zu der angespannten Situation bei, denn die Schafhalter bekommen keine Dieselrückerstattung wie die Landwirte. Es sei denn, sie bewirtschaften mit einem Traktor. Ich erkläre aber gerade jetzt mal, warum das schwierig ist. Die Schafhaltung wird sehr oft auf Weideflächen durchgeführt, die sehr weit entfernt von den Hofstellen liegen, oftmals in Küsten- und Naturschutzflächen. Und dadurch sind beträchtliche Entfernungen vom Hof zu den Weideflächen zu überwinden. Und diese längeren Strecken mit einem Traktor abzufahren, wäre unwirtschaftlich. Deshalb besitzen viele Schäfer auch gar keinen Traktor. Die Transporte von Wasser, Futter und Tiere wird in der Regel mit Geländewagen oder mit einem Pickup durchgeführt. Je nach örtlicher Gegebenheit und zum Teil jahreszeitlich bedingt, fallen entsprechende Fahrten zur Versorgung der Tiere auch mehrmals täglich an. Eine entsprechende Änderung der Agrardieselrückerstattung mit einer Berücksichtigung der tatsächlich genutzten Fahrzeugart, wie sie für Impfgär möglich war, wäre ein deutlicher Beitrag zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit in der Schafhaltung. Bereits 2010 haben die Agrarminister der Länder die Bundesregierung aufgefordert, für Schäfer eine analoge Ausnahmeregelung wie für die Imker zu schaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nur wenn den Schaf- und Ziegenhaltern in Mecklenburg-Vorpommern eine langfristige Perspektive und ein sicheres Einkommen gewährt werden kann, wird auch der Bestand an Schafen und Ziegen aufrechterhalten werden können. Und besser wäre, er würde sich auch noch wieder erweitern, denn wir haben ja gehört, er ist nach der Wende doch drastisch zurückgegangen. Schon heute gibt es aufgrund von artenschutzrechtlichen Vorgaben und mangelnder Flächenverfügbarkeit erhebliche Nachwuchsprobleme im Bereich der Schäfer. Um diese Fehlentwicklung entgegenzuwirken, müssen wir gemeinsam tätig werden und die von mir vorgeschlagenen Maßnahmen umsetzen. Danke für die Aufmerksamkeit. Im Ältestenrat ist